Und damit herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia. Wir machen weiter in Richtung nächstes Gebiet. Ich habe ja jetzt gesagt, ich mache als erstes die kleinen Gebiete, dann mache ich die mittleren. Ne? Also erst, wie langsam möchte ich es haben? Ich mache erst die kleinen Gebiete, dann die mittleren und dann die großen. Ich gehe aktuell noch davon aus. 2, 4, 6, 8 Parts. 16, 24, 32, 40... 42, 44, 46, also maximal 48 Parts. Ich hoffe weniger. Ich hätte es gerne diesen Monat fertig, muss ich zugeben. Gehe ich aber nicht von aus. Dementsprechend schauen wir mal. Wait for it. For what, Bruder? Zuckerbliert. Und ich habe festgestellt, ich müsste eigentlich mehr am Stück aufnehmen, denn jedes Mal, wenn ich... Okay. Einen Augenblick nicht aufgenommen habe, kommt mir die Steuerung nicht klar. Servus, mir Sans. This devastation is more than the work of corruption. Why do I get the feeling if corruption didn't do this, something worse did? In the last battle with Ahriman, the city was given to the warrior. I think this could be his work. Run, jump, die, repeat. Run, jump, die, repeat. I'm starting to get the hang of this. I wish I had listened to what my mother had said. These trousers were new. If we get more of those light seeds, you can get more magic, right? Gut, nichts Sinnvolles mehr. Wow. Let me guess. He's standing on the fertile ground. Yes. If that thing's just standing there, shouldn't we go somewhere else? The corrupted will try to stop us wherever we go. There won't be easy answers. Das sehe ich genauso wie du, mein guter Freund. Does this warrior have any weaknesses? The writings say he was a king. He asked Ahriman for help, and in return for the king's soul, Ahriman gave him the strength to fight the armies that threatened him. I said weaknesses. No, no mention of weaknesses. You had to pick this religion. You couldn't have picked one where all the evil creatures were, I don't know, slightly angry sheep? If their warrior wanted his enemies killed, why has he ended up here? Ahriman twists people's desires. The king asked for the power to save his people. Ahriman gave him that, and in return made an instrument of war for himself. Is there anything we can use with the warrior against Ahriman? Ahriman kept his promise. The king's people were left by Ahriman's forces, but they are still gone, vanished into history. Okay, Bruder, das heißt, wir müssen ihm eigentlich nur sagen, dass der Bruder gar nicht so cool ist. Yeah. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass er uns nicht blockt, sondern uns eigentlich gerade den Weg frei gemacht hat. Also sehr nett von ihm. Er will uns ja scheinbar auch von sich fernhalten. So zumindest das, was erzählt wird. Heißt das, dass er uns im Endeffekt gar nicht umbringen will, sondern uns eigentlich nur von sich fernhalten will, damit er uns nicht tötet? Wir speichern mal eben. Ich glaube, speichern ist nicht wirklich nötig in dem Spiel, wenn du nicht beendest. Servus! Ich glaube, er ist wütend. The warrior cannot be harmed with thought or magic. Use the environment to defeat him. Hold to block. Okay. Okay, ich hab gedrückt. Beim nächsten Mal wieder cheaten. Sie ist mit runtergefallen, Freund. Okay, kurze Frage, ne?
Was für Environment sollen wir nutzen? Also no joke. Ich begreife noch nicht ganz. Wie können wir hier hin? Okay. Also ich habe mir jetzt die ganze Platte angeguckt und hier ist nix. Naja, noch begreife ich gar nichts. Die Tür ist ein bisschen brüchig. Und ansonsten ist hier halt so eine Kante. Ich stelle mich mal hier an die Kante und lass mich hauen. Komm her. Also ich hätte mir ein bisschen besser erklären können, finde ich. Er will mich jetzt runterhauen. Das hat offensichtlich nichts gebracht, aber er ist so ein bisschen nach vorne gestolpert. Vielleicht bringt das mit der Tür was? Also falls ihr genau wisst, was zu tun ist, könnt ihr mir das gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben. Und nicht erst nachdem der Kampf zu Ende ist. Das hat auch nicht funktioniert, okay. Kann ich ihn packen? Nein. Ich guck nach, was ich tun muss. Bis gleich. Okay, WTF ist komplett dumm. Junge, was? Also okay, nutze deine Umwelt, ja, aber nein. He's a man, not a thing. If he was a man, he's not anymore. What he did for honor. We should try and use that. Ich denke auch nicht, dass er tot ist. You think he can be saved? Just because someone has a crown doesn't make them noble. No offense. He sacrificed his life for his people. He did it so people would talk about his sacrifice. You're such a cynic. Not cynical, realistic. Ja, nee, schon zynisch, Bruder. You really think people do things that aren't about themselves? Some people didn't take Ahriman's offer. They chose to fight. Might not have been gold, but they still chose what was best for them. I bet they thought they'd get something in the afterlife. Übrigens, kleiner Spaßfakt, das ist ungefähr eine Stunde in einem 7-Stunden Walkthrough. Why are you doing this? There's no gold here. True. Just because I don't want Ahriman to win doesn't mean I care about Ormaz. You chose to stay because of who you are, because you're good. I'm not you. I don't want to live here so other people who don't care can live out their miserable lives. The gods, the people that died here, they did what they did because they chose to. Because they thought there was something in it for them. Ja, Bruder. The warriors people are gone. Why does he stay with Ahriman? The corrupted have no choice. Ahriman takes their soul. If all the corrupted lose their souls themselves, why have they got separate names? City Gate, huh? You could have just put a gate on the cave, but then that wouldn't have been so showy.
We should find some more light seeds. Okay. Gönn. Ja, also der Kampf war sehr seltsam. Ich bin froh, dass ich nachgeguckt habe. Das hat ja überhaupt, also ja klar, das Sinn gemacht, ne? Nutze die Umgebung, okay, ihn von der Klippe schmeißen, aber nutze die Umgebung ist normalerweise so, einen Stalaktiten auf ihn drauf fallen lassen oder ihn halt, wie gesagt, durch die Tür brechen lassen oder so. Das hätte Sinn in meinen Augen gegeben. Dass ich ihn einfach schlagen kann und er dadurch aus dem Gleichgewicht gerät, das hat keinen Sinn für mich gemacht, tut mir leid. Schreibt mir gerne, ob das Sinn für euch gemacht hat. Can you see a way out of here? I think we can get out that way. That way. Was ist denn that way? So, holen wir uns als allererstes mal die. Ich weiß nicht, ob hier noch welche sind. Gefühlt hat der Ort ja auch mehr Light Seeds. Erstmal hole ich mir jetzt die hier. Oder den hier, ja. Dann schaue ich mal, ob hier noch was ist. Nope. Also irgendwie werden die Orte gefühlt immer kürzer. Außer ich bin so dumm wie beim letzten Mal. Irrelevant zum Glück. Bin echt froh, dass es irrelevant ist. Ob man runterfällt. Übrigens der Typ, der irgendwie 7 Stunden gebraucht hat, hat schlechter gekämpft als ich. Deutlich, deutlich schlechter. Der hat richtig aufs Maul gekriegt. Ich meine, ich habe nur nicht aufs Maul gekriegt, weil ich nachgeguckt habe. Ich weiß nicht, ob der da selbst nach, also selbst gespielt hat. Easy haben wir. Ich drücke 7-mal springen, aber okay. So. Geht's denn hier hin? Ah, in die nächste Stadt, okay. Ja, let us find more, da bin ich sofort dabei. Allerdings komme ich, glaube ich, den Weg nicht wieder hoch, oder? Ah doch, ich komme irgendwie wieder hoch, glaube ich, okay. Das war ungünstig jetzt. Ich hätte schon sehr gerne den Scheiß da oben gehabt. So, kann ich so an die Wand springen? Ja. Easy. Okay. Wir haben jetzt hier 26 von 45. 27 von 45. Was können wir hier noch machen? Wahrscheinlich wieder auf die andere Seite, ne? Das war knapp. So. Ich hoffe wirklich nicht, dass es so lange dauert wie in dem Workthrough. Das würde nämlich heißen, dass es echt lange dauert. 28, by the way. Ich habe Y gedrückt, aber okay. Kurze Realitätsüberprüfung. Von wo war ich gekommen? Von da oben, ne? Da bin ich runtergefallen. Okay. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und gucken uns auf dem Weg zum nächsten Gebiet um. Sobald ich 35 habe, werde ich ja eh wieder abhauen und ins nächste große Gebiet gehen. Das ist das erste links. Denn das möchte ich zuerst machen. Hat man, glaube ich, schon erkannt, als ich das Gebiet gekauft habe. Oder mir... Okay. Er macht das halt wirklich von selbst. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Und dann gehen wir mal da lang, würde ich sagen. Das dürfte nämlich jetzt der Weg zurück sein, den ich gehen kann.
Doch, kann ich doch, okay. Das ist der Weg, den ich gekommen bin, glaube ich. Dürfte es zumindest sein, meine ich. So. Ja, let's go, ne? Das ist der Weg, den wir gekommen sind. Ehre. Das war, glaube ich, alles ein bisschen gecheased, aber ist mir eigentlich auch egal. Servus! Wir haben es geschafft. Wie viel haben wir jetzt hier? 34. Das heißt, wir brauchen noch einen. Scheiße. Aber wirklich nur einen, ne? Das wäre jetzt ungut, weil ich weiß nicht, wo noch ein einzelner ist. Ich meine, klar, ich könnte ein Stück in das nächste Gebiet reingehen. Das war dumm. Gehen wir mal ein Stück ins nächste Gebiet. Ah, da hinten ist noch einer. Lass mich raten, einer, von dem ich keine Ahnung habe, wie ich hinkomme. Da sind noch mehrere. Ah! Das ist ja auch der Weg ins nächste Gebiet, okay. Gott. Das sind jetzt 35, ne? Genau. Wir haben überall 35. Das reicht für mich aus. Wir gehen beim nächsten Mal hier hin. Wir gehen jetzt nach Kingsgate. Ich habe 140 von den Dingern, das heißt, wir könnten schon ein zweites holen, glaube ich. Ja, sollten wir? Ne, required 170. Okay, Moment, wir brauchten 60 und brauchen jetzt 65 fürs nächste Stand irgendwo. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!